Ich grüße euch. Die Sehung für den April 2024. Annette hier. Schön, dass ihr wieder da seid, dass ihr mir folgt, dass ihr auf diese Art und Weise für mich da seid. Ich grüße wieder die neuen Abonnenten. Ich freue mich, dass ihr meine Familie, meine Community dadurch vergrößert. Wir schauen jetzt mal, was April los ist. Anthrazit, Nebel, Kühle, eisiger Wind schlägt einen ins Gesicht. Ich kann nicht atmen, Hals ist zugeschnürt. Ich kann nicht schlucken. Es ist so wie, wir müssen da jetzt durch. Wir müssen da jetzt durchgehen. Das ist so wie giftiger, saurer Regen, der ja Dinge zerstören soll. Und das ist so, ihr kennt es wie beim Auto. Wenn es draußen stinkt, man fährt an der Baustelle vorbei, Teergeruch oder Jauchegruben oder wie ich denn manchmal sage, riecht nach frischer Landluft. Das ist, wenn Tiere da hinscheißen und strillen und so, dann stinkt das. Und was machen wir? Wir stellen im Auto die Belüftung auf, nicht mehr aus nach innen, sondern wir bleiben im Inneren, um dass wir die Gifte nicht in unserem Auto haben. Und das kann sein, dass irgendein Angriff in Anführungsstrichen auf uns einschlägt. Was mich ja nicht wundern würde, ne? Und wir sollen nicht mehr aus dem Außen atmen, weil versteht ihr, wir sitzen ja im Außen und wir kriegen das ja mit im Auto. Und wir kriegen das mit, aber wir sind im Auto drin und wir sind geschützt in dem Auto. Und dessen sollen wir uns bewusst werden in diesem Monat. Die Belüftung auf nur Innenraum. Wer Angst hat, der soll sich ein Sauerstoffgerät ins Auto mitnehmen, um frische Luft zu haben, dann die 4 Wochen sozusagen. Aber das ist so wie, wir haben uns in den letzten Wochen einen Vorrat angeschafft an Energie, an Liebe, an Essen, an Trinken, also Wasser und so, und an Wärme. Wisst ihr, so wie die Tiere, die, wenn die Winterschlaf halten, die futtern und futtern und futtern, dann legen die sich hin, schlafen 3 Monate, ob das überhaupt stimmt, keine Ahnung. Und dann wachen die nach 3 Monaten auf, Winter ist vorbei, dann gehen die wieder raus, sind zwar total dürre, aber die haben von den Fettreserven gezehrt. Und in diesem Monat geht es darum, lasst uns in unserem Auto sitzen, egal welche Angriffe, Giftgasangriffe und so weiter, von außen kommen, was vom Himmel herunterkommt. Und ich glaube nicht, dass das besonders als Metapher zu verstehen ist, bitte. Wir sind in dem Auto drinne und wir steigen nicht aus. Und wir haben genug Vorrat uns angeschafft, um durch diesen Monat wieder in den Mai hineinzukommen. Es wird, Mai liegt mir dann wieder heller da, aber das gucken wir dann, wenn sie dran ist, die Mai-Sehung. Bleibt bitte im Auto, für die, die das jetzt schon wissen, weil ihr gebt das ja immer vor dem Monatsbeginn raus, energetisch, wenn ihr das braucht, weil ich habe den Hamster erfunden, wisst ihr, was ich meine? Ich habe den Hamster erfunden. Bitte stellt euch gedanklich jede Menge Sauerstoffflaschen hin oder was ihr energetisch noch braucht, um eben in eurem Auto, und das kann so groß sein, wie es will, das kann ein Van sein, das kann ein kleiner Smart sein, das kann ein Trabi sein, das ist mehr, kann ein Bus sein, wisst ihr, so ein großer Schulbus, gelber Schulbus, wie so einer aus den USA oder deutscher Bus oder sonst irgendwas, wo ihr wisst, das Ding ist von oben bis unten voll, das heißt, ich komme hier locker die nächsten 4 Wochen durch. Nichts vom Außen ins System nehmen,
sondern nur im Innenraum eures Schutzautos sozusagen die Welt erkennen. Interessant. Also dann fangen wir mal schon an mit so den Vorrat und so weiter. Mein Hamster, der macht schon so Liste, der kann wieder einkommen. Also zum Glück nur energetisch. Ja. Ja, genau. Genau. Also, das war jetzt so das Wichtigste, im Auto bleiben und überall so rote Kreuze. Nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen, nicht rausgehen. Nichts vom Außen zu uns nehmen, sondern nur das, wo wir wissen, das ist rein, das ist safe und das ist sicher. Ja. Ha. Seht ihr mal, der liebe Gott sorgt für uns. Bleibt bei euch. Keine Angst, keine Panik. Arsch auf Eimer. Und den Eimer in den Sitz des Autos, falls ihr dann mal müsst, könnt ihr dann gleich losmachen. Und fertig ist die Banane. Und der Eimer ist endlos, ja. Mein EGP hat jetzt Angst, um Gottes Willen, der ist ja bald voll gemacht mit Pulleritis und Kakeritis und Co. Nein, der ist endlos, weil das ist Magie hier. So, ich knuddel euch, ich wuddel euch. Danke für eure Aufmerksamkeit. Teilt dieses Video gerne. Ein Like, ein Abo, ein Kommentar. Es hilft mir und meinem Kanal, meine Informationen in die Welt zu bringen, so wie ich sie sehe, wahrnehme und wie sie mir aus der geistigen Welt vermittelt werden. Ihr wisst, hier ist nicht jeden Tag dasselbe und jeder gibt seine Informationen in den großen Pott Mutter Erde. Ich habe euch lieb, ihr Lieben. Ich wünsche euch einen wunderschönen Tag. Macht's gut.